Dies ist nun unsere digitale Lernumgebung, die bei uns Dealer heißt. Hier sieht man drei Niveaustufen. Hier sieht man einen grünen Balken. Das bedeutet, dass man den Test bestanden hat. Wenn man ihn nicht bestanden hat, kommt ein grauer Balken. Und wenn man ihn noch nicht geschrieben hat, wie hier bei dem gelben Feld, ist er so weiß ausgegraut. Und wenn man auf die einzelnen Tests geht, kann man nochmal eine detailliertere Ansicht sehen. Alle 2 bis 3 Wochen findet das Lerncoaching statt zwischen dem Lernbegleiter und dem Lernpartner. Man fragt den Schüler, was gut gelaufen ist oder wo er noch Unterstützung braucht, ob es irgendwo Probleme gibt. Und der Schüler steckt sich Ziele für die nächsten 2 Wochen, die er im Unterricht und am Schulleben erreichen möchte. Zweimal im Jahr finden die Lernentwicklungsgespräche mit den Eltern statt. Da ist dann der Schüler dabei, die Eltern und der Lernbegleiter. Und man bespricht die Leistungen und das Lern- und Arbeitsverhalten hier in der Schule. Und der Schüler steckt sich die Ziele bis zum nächsten Gespräch. 2-mal pro Jahr erhalten die Schüler ihren Lernentwicklungsbericht.